Lieben, da bin ich wieder. Ich habe zu viel im anderen Video gequatscht, in meinem Amazon-Haul. Eigentlich sollten diese zwei Videos zusammengehören, mein 1000-Kind-Haul. Aber ja, ich habe zu viel gequatscht und deshalb ein separates Video. Ich muss mir jetzt auch mal die Haare hochmachen, weil mich das gestört hat. Und für alle, die jetzt nicht wissen, von was die Frau gerade spricht, schaut euch gerne mal meinen Amazon-Haul an. Den verlinke ich euch unten in die Infobox, dann wisst ihr auch, dass ich nicht in einen Farbtopf gefallen bin, sondern dass ich im Urlaub war. So, nur so viel dazu. Wir legen los mit meiner Bestellung. Ich hoffe, dass eine Inspiration für euch dabei ist, denn ja, bei uns beginnt ja bald die Schule. Für manche Bundesländer hat die Schule leider schon begonnen. Ja, es tut mir leid. Aber auch hier habe ich ein paar Tipps für euch, beziehungsweise vielleicht gefällt euch ja trotzdem noch irgendwas und ihr wollt es euch näher anschauen. Wir legen direkt los und zwar mit meinem kleinen Schatz Lissandro, der nämlich genau wie die Mama Schuhe liebt. Also egal wo wir sind, er schaut nach Schuhe und Fußbälle, ich jetzt eher nicht. Ja, und deshalb wollte er mal nach neuen Schuhen schauen und hat auch tatsächlich welche gefunden. Und zwar diese hier von der Firma Hummel sind die. Die hat er jetzt auch schon getragen, weil er es nicht mehr aushalten konnte, bis die Mama endlich dieses Video abdreht. Ich finde die ideal für die Schule, weil sie hier nämlich so einen Klettverschluss haben und hier eher so einen Fake-Schnürsenkel. Weil die Kinder natürlich schnell in die Pause wollen, es muss alles ratzifatzi auch frühs gehen natürlich. Und deshalb finde ich die einfach ideal. Die Firma Hummel kennt ihr wahrscheinlich alle, also ich finde sie richtig gut. Und 1000Kind hat sowieso ganz, ganz viele tolle Marken. Also wirklich auch Marken, die wir alle kennen von Haber, Playmobil und so weiter. Also richtig tolle Marken. Und dann wollte er noch diese Schuhe hier haben, auch von der Firma Hummel. Die sind jetzt noch ein bisschen zu groß, aber ich habe mir gedacht, für den Herbst dann lege ich ihm einfach eine Sohle rein und dann ist er auch schön bedient. Die sind einfach zum Reinschlüpfen, auch wie gesagt wieder zum Thema Schnürsenkel. Ja, so viel zu meinem Schatz Lissandro. Dann haben sie sich noch was für den Sommerurlaub gewünscht und da habe ich natürlich auch die Verpackung aufgehoben, weil ich so ein Monk bin. Ich habe es schon in einem anderen Video erzählt. Und zwar haben sie Spritzpistolen bekommen, zwei Stück. Und es war wirklich ein Segen, dass ich die dabei hatte, denn sie haben so, so einen Spaß gehabt am Pool. Andere Kinder sind dazu gekommen, die haben sich abgewechselt, die haben die geteilt und haben einfach einen riesen Spaß gehabt. Und hier sind sie, einmal und zweimal, ganz, ganz bunt. Und wie gesagt, wir hatten sie mit im Urlaub. Ja, sie riechen noch nach Meer. Wir hatten sie auch unten mit am Meer. Aber da habe ich immer so ein bisschen Angst wegen dem Salzwasser. Und ja, also so viel erstmal zum Spaß im Sommer. Es ist ja jetzt noch schönes Wetter, für Schwimmbad auch geeignet. Also falls ihr noch Spritzpistolen wollt, schaut da auch mal nach. Sie haben ganz, ganz viele. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Schatz Alessia, die jetzt bald in die Schule kommt. Und zwar, bei uns in Bayern geht ja die Schule erst am 13. September los. Ja, wir haben es noch ein bisschen, bis die Schule beginnt. Aber wir hatten ja auch später Ferien. Deshalb ist es ja auch nur gerecht. So, und zwar habe ich ihr was für die Schultüte gekauft. Die zeige ich euch am Schluss. Die liegt nämlich jetzt ganz unten drunter. Und die ist so, so schön. Oh, ich bin so verliebt in die Schultüte von meinem Schatz. Ja, ein Mädchen, endlich kann ich mal Mädchensachen kaufen. Das ist ja bei mir immer ein bisschen schwierig. Und deshalb tobe ich mich da immer so ein bisschen aus. Ich habe ihr jetzt dieses hier von Lego für die Schultüte noch gekauft. Einfach so ein kleines Set. Princess, genau, kann sie schön zusammenstecken, damit sie was Schönes in die Schultüte noch bekommt. Ich habe auch darauf geachtet, dass es leichte Sachen sind, weil die haben ja die Schultüte dann auch die ganze Zeit in der Hand und da soll es ja nicht so schwer sein. Dann habe ich ihr von Stadler noch Wachsmalkreide bestellt. Genau, ist auch ganz, ganz wichtig. Und hier von Stadler so ja, Stifte, Holzstifte. Dazu wollte ich euch noch sagen, dass ich teilweise auch für meine Kinder natürlich beim Aldi oder beim Lidl irgendwelche Angebote ja, mir schon mitgenommen habe an Stiften, vor allen Dingen Farbstifte, Filzstifte, so rum, Entschuldigung. Und da merkt man einfach, ja, die Qualität. Es ist wirklich so. Ich habe jetzt schon viele Kinder und die gehen auch schon jahrelang in die Schule. Glaubt mir, ich habe da einiges an Erfahrung gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, besser dran ist. Also glaubt mir das. Und mit der Marke ja, seid ihr wirklich gut bedient. Und deswegen verzichte ich mittlerweile auf Stifte von Aldi und Lidl, wo auch immer, diese günstigen für 2 Euro. Weil die Kinder einfach nicht lange ihre Freude mit haben und
ihr dann wieder neue kaufen müsst. Und so kauft ihr das Produkt einfach doppelt. Ja, es ist leider nur so, also wenn ihr einen kleinen Tipp von mir wollt. Dann habe ich meinem Schatz Alessia noch dieses Freundebuch gekauft, auch total süß. Das passt wahrscheinlich nicht in die Schultüte, aber oben die Öffnung, die ist relativ groß. Mal gucken, ob es noch reinpasst. Da kann sie dann das weiterreichen und hat eine schöne Erinnerung. Habe ich auch von meinen Kindern noch. Und ich finde das immer total süß, wie sie sich verändern, wenn man so die Bildchen sieht. Ne? Richtig schön. Und dann habe ich noch für Steffis Sohn, der ist ja auch eingeschult worden, dieses schöne Buch hier mitgenommen. Und zwar, hurra, jetzt bin ich ein Schulkind. Ich hoffe, dass der kleine Mann sich freut. Die hatten ja schon Einschulung, ne, die Armen, aber ja, fürs Video ja, kommt es halt jetzt ein bisschen später bei Steffi an, aber da ist sie mir nicht böse. So, und jetzt zeige ich euch die Schultüte. Ja, ich habe die gesehen und dachte mir, oh Gott, die willst du unbedingt haben. Allerdings war ich ein bisschen enttäuscht, als sie ankam, denn ich habe nicht beachtet, dass ich sie selbst zusammenbasteln muss. Oh nein, und ich kann noch nicht so gut basteln. Aber ich freue mich jetzt irgendwie drauf. Ups, jetzt fällt es mir schon aus der Hand. Und zwar sieht sie so aus. Schultüte Pink Princess. Ich Pink, mein Schatz eine Prinzessin. Und ja, ich bin schon gespannt. Ich hoffe, dass der Alessandro mir hilft. Wobei das ja so mit Rosa, wahrscheinlich ist er da kein Freund davon. Aber vielleicht hänge ich euch das jetzt im Anschluss noch an, wie die Schultüte dann am Ende aussieht. Mal gucken, ob ich das schaffe und ob ich mich überhaupt traue, euch zu zeigen. Weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Bastel-King. Nein. Ja, die wollte ich euch aber auch unbedingt zeigen, weil sie so, so schön ist. Und ich hoffe, dass sich mein Schatz freut. Sie hat natürlich schon eine Schultüte, aber von der Taufpatin, ja, bekommt sie auch noch eine. Und sie hat auch den Schulranzen natürlich von mir bekommen, weil es bei uns in Italien so üblich ist, dass die Taufpatin den Schulranzen kauft. Ja, habe ich gemacht. Ich habe euch jetzt noch ganz vergessen, die Trinkflasche zu zeigen für mein Patenkind Alessia. Und zwar sieht sie so aus. Hier steht Alessia und ein Herz mit drauf. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr sie euch bestellen könnt. Sie haben auch Teller, alles Mögliche könnt ihr personalisieren, auch Handtücher und so weiter. Und ich finde, es muss jetzt nicht unbedingt für ein Erstklässler sein, sondern man kann das auch für andere Kinder noch bestellen, auch für kleinere Kinder. Es dauert ein bisschen, bis sie ankommt, weil es natürlich eben dann in dem Moment erst gefertigt wird. Klar, die haben das ja nicht auf Lager. Finde ich total schön und das kommt jetzt auch noch mit in die Schultüte. Okay, meine Lieben, das war es eigentlich soweit schon von 1000 Kind. Das war jetzt gar nicht so viel, aber ich hätte das wirklich nicht bei meinem Amazon-Video dazufügen können, weil ich echt eine Labertasche bin. Ne? Sorry dafür. Ja, vielleicht war was Kleines dabei, was euch gefallen hat. Ich finde an sich 1000 Kind einen wunderschönen Online-Shop. Da gibt es wirklich alles. Obwohl meine Kinder ja schon etwas älter sind. Ihr seht es ja, finde ich da trotzdem immer was, auch Klamotten und alles, einfach Spielsachen, Sachen für die Schule, Sachen zum Verschenken und ja, ich finde den Shop einfach richtig genial und bin da super oft auf der Seite. Ich wollte euch auch noch was zeigen, das hatte ich mir eigentlich auch bereitgelegt und zwar, schaut mal, wie schön die Rechnung kommt. Das ist doch total süß gemacht, oder? Da macht doch das Shoppen dreimal mehr Spaß, ne? Wenn dann das irgendwie so schön ist mit diesen Seifenblasen. Ja, ich finde es einfach richtig, richtig schön. Genau. So, und jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall nochmal bei meinem letzten Video vorbei, bei meinem Amazon-Haul. Und meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Da würde ich mich auch total freuen. Kostet euch nichts. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!